Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind heute in der alten Bibliothek des LMU-Klinikums und bei mir ist Frau Dr. Marianne Koch. Und der Grund, warum wir heute dieses Gespräch führen, Frau Dr. Koch ist nicht nur Filmschauspielerin gewesen und hausärztliche Internistin und Fachbuchautorin mit bis heute einer eigenen Radiosendung zu medizinischen Themen, sie ist auch die Tochter von Rudolf Schindler. Rudolf Schindler ist einer der wirklich Großen in der inneren Medizin, der Gastroenterologie und insbesondere der Endoskopie. Er hat das erste semiflexible Endoskop gemeinsam mit Georg Wolf aus Berlin entwickelt und das war 25 Jahre lang der Standard weltweit. Und ich möchte heute mit Marianne Koch über sich selbst sprechen und mit ihr über ihren Vater sprechen. Und das ist, glaube ich, sind beide sehr interessante Geschichten. Also ich schätze die Ehre, die ich habe, hier vor diesem Gremium und durch Sie jetzt so ein paar Sachen erzählen zu dürfen. Das ist schön. Sie haben eigentlich nach dem Abitur Medizin studiert und bis zum Physikum studiert. Ja. Und haben in einem Nebenherjob bei den, ich glaube, Bavaria Studios, dann sind Sie für den Film entdeckt worden. Ich habe da in den Semesterferien einfach Geld verdient im Kopierwerk, also damals noch diese Filmrollen geputzt und gerollt. Mhm. Ja. Und da hat mich eine Fotografin gesehen und gesagt, da drüben suchen die gerade händeringend nach einer jungen Schauspielerin für eine Rolle, wollen Sie sich da nicht mal melden? Sag ich, bin keine Schauspielerin. Sag, ach, das macht nichts, die anderen, die da sind, sind auch keine. Das ist natürlich eine wundersame Geschichte. Ja. Das ging aber dann ganz schnell. Sie haben 1954 Night People in Berlin mit Gregory Peck gedreht. Dann, glaube ich, eine der ganz bekannten Rollen, die der Dido Geis in des Teufels Generals von Helmut Keutner. Ja. An der Seite von Kurt Jürgens, der sehr fasziniert von Ihnen schien in diesem Film. Und erinnern Sie sich da noch dran? Ja, also an Teufelsgeneral erinnere ich mich schon noch, auch an Kurt Jürgens, der ein sehr netter, sehr höflicher, sehr gebildeter Schauspieler war, also für einen Schauspieler extrem gebildet. Ja. Das sind Schauspieler sonst nicht so extrem gebildet. Das habe ich jetzt nicht gesagt, bitte. Okay. Doch, ich habe mit sehr, auch mit sehr netten und sehr interessanten Leuten auch zusammengearbeitet, also nicht nur hinter der Kamera interessant, sondern auch vor der Kamera interessant, ja. Ihr international bekanntester Film ist wahrscheinlich Eine Handvoll Dollar, Per un pugno di dollari, der erste große Italo-Western von Sergio Leone, mit der Musik von Ennio Morricone und mit dem damals noch ziemlich unbekannten Clint Eastwood. Ja, den Film wollte ich eigentlich nicht machen. Der deutsche Verleiher hat mir das Treatment, also das Rohdrehbuch geschickt und gesagt, also viel zu reden werden Sie da nicht haben, aber es ist eine schöne Rolle. Dann habe ich das gelesen und gesagt, das mache ich nicht. Warum? Ein einziges Massaker, alle werden abgemurkst und der Hauptheld, sagt ein Killer, ein Killer. Gut, also dann haben sie mich überredet, auch ein bisschen finanziell überredet und dann habe ich es doch gemacht und ich habe es natürlich nicht bereut, weil vor allem der Sergio Leone, der Regisseur, ein ganz hinreißender Typ war. Schon, der kam an Set, umgeben von seiner italienischen Familie, von 4, 5 anderen Leuten, die immer so in seiner Umgebung waren und so, und hat einer im grauen Nachkriegsdeutschland aufgewachsenen jungen Frau gezeigt, was italienische Lebensweise ist. Wir sind 1,5 Stunden in irgendein Restaurant gefahren, wo ich mir gedacht habe, wieso, es gibt gut zu essen, aber das gibt es ja überall hier und so. Also ich hatte keine Ahnung und habe da eine ganze Menge gelernt, was Italianità war. Deutsche Vita. Deutsche Vita. Ja, so deutsche war es nicht, wir gearbeitet. Aber es war was anderes. Es war sozusagen ein Schritt in eine andere Mentalität. Aber die Rolle der Unschuldigen, der Braven, der Verletzlichen haben Sie dann irgendwann komplett verlassen, als Sie
die Rolle einer freimütigen Lesbe gespielt haben in Vivien Taylor, in Die Schreie in der Nacht. Erinnern Sie sich da noch dran? Nein. Ich erinnere, ich habe insgesamt 70 Filme gemacht, so ungefähr. Und komischerweise, woran ich mich hauptsächlich erinnere, wie das ja überhaupt mit unserem Gedächtnis so ist, dass man sich an die Dinge erinnert, die emotional auch irgendwas bedeuten. Also ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, dass ich in Südafrika, in der Nähe von Durban, in so einem kleinen, wie alle anderen Schauspieler und Techniker auch, in so einem kleinen Häuslein, so ein Rondavel, so eine Hütte gewesen bin und das nachts plötzlich komische Geräusche machte und ich die Tür aufmachte und ein riesiges Nilpferd vor mir stand. Oh mein Gott. Das kam, war davor. Das sind die Dinge, die ich erinnere mit großer Freude. Und die einzelnen Rollen, ja, König Ludwig natürlich, das war interessant, Teufelsgeneral, ja. Aber die ganze Filmzeit, obwohl das ja 20 Jahre waren, die sind bei mir irgendwo in den Hintergrund einfach getreten, als ich wieder angefangen habe mit der Medizin. Und das war dann das, was ich wollte und was mich interessiert hat. Das ist schon ziemlich toll. Sie haben also nach dem Physikum Ihr Studium aufgegeben. Ich habe gedacht, es dauert 2-3 Jahre höchstens. Aber es wurden 20 Jahre und 70 Filme daraus. Und dann haben Sie das Medizinstudium hier bei uns an der LMU wieder aufgenommen. Ja, ich bin zum Dekan gegangen, habe gesagt, wie steht es? Dann hat er gesagt, naja, das Physikum haben Sie ja, das ist eine staatliche Prüfung. Ja, Sie können mit den klinischen Semestern weitermachen. Großartig. Ja. Mit Kommilitoninnen und Kommilitonen, die 20 Jahre jünger waren als genau. Sie zu diesem Zeitpunkt. Die natürlich, als ich da in den Hörsaal kam am Anfang, gedacht haben, was will die Alte hier wirklich? Ja. Aber die Alte war ein glücklicher Mensch wieder von dem Zeitpunkt ab, wo ich das tun konnte, was ich von Kindheit an tun wollte. Sie haben das knallhart durchgezogen. Sie haben mit Summa Cum Laude promoviert an der LMU. Magna. Ja, ich habe Summa gelesen, aber ich habe natürlich nicht das Zeugnis nachgeguckt. aber auf jeden Fall mit einem mindestens sehr gut und haben dann eine Facharztweiterbildung begonnen. Ja. Aber gleichzeitig haben Sie auch noch eine Fernsehshow moreriert. Und zwar eine ziemlich politische, 3 nach 9. Ja, aber wie immer nur das? Einmal im Monat. Ach so, okay. Ja, aber trotzdem, wenn ich mir vorstellen würde, ich müsste einmal im Monat eine Fernsehsendung vorbereiten, eine politische Fernsehsendung, teilweise auch mit ziemlich linken Ansichten. Und das neben dem Medizinstudium und dann der Facharztweiterbildung, das ist schon eine reife Leistung. Ich weiß auch nicht. Mir sind eben diese Dinge einfach zugetragen worden oder in Schoß gefallen. Und das war halt dann auch verführerisch, sowas mal zu probieren, sowas Journalistisches. Ja? Und das war ja damals 3 nach 9 nicht so wie heute, brav und gesittet, mit lieben Moderatoren und so. Sondern wir waren ja ein wilder Pack zu dritt. Paczenski, ja. Paczenski vor allem und dann Wocker und Menge vor allem. Und wir haben uns vorbereitet in einem Lokal, das hieß Grashof in Bremen. Sehr gutes Essen. Wir haben gesagt, es sei ein Arbeitsgespräch, aber wir haben natürlich nicht über die Sendung geredet, überhaupt nicht. Wir sind alle reingegangen in diese Sendung. Wir wussten, du kriegst den Schneider der Königin zugeteilt als Gesprächspartner. Und dann, wenn ein Politiker dabei war oder irgendjemand, da hat man natürlich schon vorher sich ein bisschen was überlegt. Aber es war einfach eine wilde Show. Und hin und wieder sind von außen, von der Straße auch so, ziemlich linke, so ein bisschen autonome reingekommen. Es gab keine Securities, gab keine Polizei, gar nichts. Und haben gesagt, wir wollen mitreden. Dann hat man sie nicht rausgeschmissen, sondern hat gesagt, da drüben ist noch ein Tisch frei, setzt euch hin, kommt gleich jemand, der mit euch redet. Heute undenkbar, diese Art von Spontanität, die damals... in der Mitte des Studios, und das Studio war einfach nackte Wände, ja, und ein paar Wirtshaustische und Stühle, saß der Regisseur, der Mike Leckebusch, und hat seine Kameraleute da dirigiert, du gehst dahin, jetzt hör auf, jetzt geh da rüber, und so alles laut. Also ich weiß auch nicht, aber es war eine großartige Show. Klasse.
dann wurden Sie Internistin. Ja. Dann haben Sie sich für eine hausärztliche Tätigkeit entschlossen. Ja. Wichtig, auch als Encouragement für unsere hausärztlichen Internisten. Internistin. Und haben eine Praxis am Orleansplatz. Ja. Ich glaube, eine Gemeinschaftspraxis. War eine Gemeinschaftspraxis, aber vorher, und das finde ich schon wichtig, ich habe die hauptsächliche internistische Ausbildung in Starnberg gemacht, mit einem Lehrer, Lütin, lebt heute noch, den ich nach wie vor über alles verehre und dem ich unheimlich viel verdanke. Der war zu uns Assistenten, ja, also nicht gerade liebenswürdig, er war liebenswürdig, ein ganz liebenswürdiger Mann, aber er hat uns ganz schön auflaufen lassen, wenn was nicht klappte. Nicht? Also am Bett eines Patienten gesagt, Frau Arzt, was haben Sie sich denn dabei gedacht? Also, ja? Aber, vor den Patienten runter. Vor den Patienten. Aber er hat uns, die Assistenten, auch gesagt, so, ihr bleibt jetzt im Flur stehen, ich gehe da alleine rein. Und hat sich an das Bett eines Schwerkranken gesetzt. Und es war vollkommen egal, ob das die Bauersfrau war oder der Topmanager, ja. Und wusste, dem geht schlecht, seelisch auch schlecht, und hat mit dem Viertelstunde, 20 Minuten geredet. Dann kam er wieder raus und wir gingen weiter. Und wenn man dann so durch die Tür noch schaute, dann lag der oder saß der oder die im Bett und strahlte. Und diese Art, mit Patienten umzugehen, das fand ich großartig und das finde ich nach wie vor großartig. Und da habe ich eben auch gesehen, was die sprechende Medizin, was die auch an medizinischen Dingen bedeutet. Den Leuten ging es dann auch objektiv besser, das ist ja klar. Ich bin überhaupt nicht gegen Technik, ich habe auch ziemlich viel technische Sachen gemacht, auch Herzsachen und so. Aber ich bin auch nicht gegen IT und alle diese Dinge, die uns ja helfen, gerade in der Diagnostik und so. Aber ich denke, eine der absolut wichtigen Dinge des ärztlichen Berufs ist der enge Kontakt, der vertrauensvolle Kontakt zum Patienten. Ich interpretiere das so, dass Sie sagen würden, künstliche Intelligenz und soziale Kompetenz schließen sich nicht gegenseitig aus. Na, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nein, im Gegenteil. Das ist, man hat dann eher ein bisschen mehr Zeit, sich mit den anderen Seiten des Patienten zu befassen. Sie haben ja schon mal genau vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, wenn ich richtig rechne, einen Vortrag beim Internistenkongress zur Hypertonie gehalten. Und toll, ich bin froh. Tollkühn, wie immer. Das scheint das Motto Ihres Lebens zu sein. Ja. Tollkühn. Ja. Und als Sie dann Ihre Praxis aufgeben mussten, damals musste man das noch mit 68, man verlor die KV-Zulassung. Man konnte es nur als Privatpraxis weitermachen. Ja. Ne? Und reine Privatpraxis wollte ich einfach nicht. Ich hatte da so nette, da im Glasscherbenviertel am Ostbahnhof, hatte ich die Praxis mit anderen zusammen, also eine Praxisgemeinschaft und sehr, sehr nette Patienten, klar, Gastarbeiter auch und Rentner und normale Leute halt. Und ich wollte jetzt nicht plötzlich nur noch irgendwelche Nicht-Kassenpatienten haben. Privatpatienten haben, Naja, und als das dann passierte, haben Sie angefangen, Bücher zu schreiben. Ja. Bücher über Medizin. Ja. 1999 ist Ihr erster Gesundheitsratgeber rausgekommen. Daraus sind inzwischen 9 geworden. Und Sie machen seit 2001, glaube ich, eine Radiosendung beim Bayerischen Rundfunk. Live. Eine Gesundheits-Live-Ratgebersendung mit Publikum, das telefoniert. Und ich bin nicht sicher, aber Sie haben erlaubt, das zu sagen. Ich glaube, Sie sind im gesamten deutschen öffentlichen und privaten Rundfunk die einzige 90-Jährige, die eine eigene regelmäßige Radiosendung bespielt. Ist nicht meine oder überhaupt Sendung. Einfach es ist eine Sendung des Bayerischen Rundfunks, im zweiten bei der Programm. Ich als Expertin mitmachen darf. Und Sie waren ja auch unser sehr, sehr gern gesehener Gast und hoffentlich sind Sie das auch wieder, wenn es um entsprechende Themen geht. Aber und, ich habe gelernt, dass es eine sehr beliebte Sendung ist und wenn man die Zuhöreranrufe sieht, dann wird sie auch sehr weit gehört und rezipiert. Ja, und man kann es ja als Podcast dann noch später abhören. Sehr gut. Ja. Also
ich weiß, dass von den ganz vielen Preisen, die Sie erhalten haben, Ihnen die Paracelsus-Medaille eigentlich die wichtigste ist. Ich möchte aber auf was anderes eingehen. Als Sie noch in Ihrer Schauspielerphase waren, haben Sie sowohl 1965, 66 und 71 den Preis von der Bravo gekriegt für junge Leute. Bravo ist eine Zeitschrift für junge Menschen. Und ich habe gesehen, dass Sie nach wie vor von unglaublicher Popularität sind. Aus diesem Jahr die Rentner-Bravo. Und da sind Sie neben Herrn Lauterbach und Herrn Drosten die Hauptfigur auf der Titelseite. Also die Rentner-Bravo, das ist ein Witz, ein Scherz, den die Apothekenumschau sich sieht aber gut aus. Geleistet und das zeigt, hat. Dass Sie nach wie vor diese Popularität haben. Ich habe noch was anderes gefunden. Kennen Sie das Magazin? Ja, auch das kenne ich. Auch dieses Jahr, heute am Bahnhof gekauft. Das ist das Obdachlosen-Magazin. Ja. Sehr gut gemacht. Ja. Und wie schafft man es über drei Berufe hinweg, eine solche unglaubliche Popularität zu erhalten und so in der öffentlichen Wahrnehmung zu bleiben? Das ist, Sie werden es vielleicht nicht glauben, das ist nicht gewollt. Es ist nicht so, dass ich mich danach sehne, jetzt in der Öffentlichkeit zu bleiben, im Gegenteil. Aber ich liebe Medizin, ich liebe auch den Beruf des medizinischen Ratgebers, den ich jetzt mache und ich mag Menschen, ja, und dann, wenn solche Sachen da an mich herangetragen werden, gerade von BIS, ja, von diesem Obdachlosen-Magazin, dann sage ich halt nicht nein. Da drin ist noch ein Interview natürlich. Bürger in sozialen Schwierigkeiten heißt das offiziell. Bürger in sozialen Aber Schwierigkeiten. Eines Ihrer wichtigsten Themen, Armut verkürzt das Leben und mit Altern haben Sie sich ja sehr intensiv auseinandergesetzt und nicht nur literarisch, sehr erfolgreich auseinandergesetzt, wenn man das so sagen darf. Es ist auch wieder etwas, es war der Verlag, DTV, also Deutscher Taschenbuchverlag, bei dem ich bin, die gesagt haben, machen Sie doch was über Altern. Die Leute wollen wissen, was man tun kann, damit man, also wenn man älter wird, wir leben ja alle jetzt länger und so und so. Und ja, und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe gesagt, was mache ich, was schreibe ich da? Habe natürlich die medizinischen Fakten, soweit sie über das Altern bekannt sind, so genau weiß man es ja immer noch nicht, dargelegt und dieses den normalen Leuten, also Patienten, Angehörigen und so weiter, etwas zu vermitteln, das haben mich praktisch meine Patienten gelehrt. Nicht? Ich bin aus der Uni gekommen, klar, mit dem üblichen Medizinersprech, ja, alles ein bisschen verkürzt und jeder weiß, worum es geht. Und die Patienten haben mich groß angeschaut und ich habe sofort gesehen, das geht da rein, da raus, haben keine Ahnung, wovon ich rede. Ja? Also ein bisschen Ahnung, aber nicht viel. Und dann habe ich mich bemüht, wirklich bemüht, alles so zu erklären, dass es normale Menschen mit normalem Deutsch verstehen. Und da die deutsche Sprache ja sehr reich ist, das wissen Sie ja ganz genau, Sie erklären ja auch den, Sie haben ja auch bei uns in der Sendung Sachen wunderbar erklärt, kann man das sehr gut machen. Auch sehr komplexe medizinische Dinge kann man auf Deutsch darlegen, sodass man dann das Gefühl hat, der hat es verstanden. Und dieses Verständnis für eine Empfehlung, die man einem Patienten gibt, ist ja sozusagen schon der erste Schritt zu einer Heilung oder Besserung. So ist es. Ne? Sie sind ja in gewisser Weise in den Fußstapfen Ihres Vaters gegangen. Er war Mediziner, Sie sind Medizinerin, er war Internist, er war Gastroenterologe, das sind Sie nun nicht. Ihr Nein. Interesse ist mehr bei den Herz-Kreislauf. Erkrankungen. Hat Ihr Vater da einen Einfluss drauf gehabt oder ist dieses Interesse an der Medizin ganz unabhängig entstanden? Ich kann natürlich nichts über Gene sagen, aber das Interesse für die Medizin war bei mir ganz, ganz früh da. Und ich habe mir auch überlegt, warum hat mir das von Anfang an so gefallen? Also ich glaube, es war auch unser Kinderarzt, den wir hatten. Das war ein Dr. Rosemeier,
der einen unglaublichen Draht zu den Kindern hatte. Und der, ja, ich war immer krank als Kind. Ich habe alle Infektionskrankheiten rauf und runter gehabt, ja, was sehr gut ist für das Immunsystem. Mhm. Und, aber der hat dann immer, wir sind halt zu dem gegangen und so. Und dieser Mann ist dann eines Tages verschwunden bei Jude. Und ich habe nie wieder was von ihm gehört. Ich habe auch mal versucht, danach zu fragen, aber es wusste niemand etwas von ihm. Keine Ahnung, was aus ihm geworden ist. Aber der war für mich eben auch, wie Helmut Lüthin, auch so ein Vorbild. Mhm. Ja. Ihr Vater ist eigentlich Berliner, Rudolf Schindler, im Dreikaiserjahr in Berlin geboren, hat dann in Freiburg und Berlin studiert und nach einer pädiatrischen Promotion ist er 1913 nach München gekommen. Ja. Wissen Sie warum? Er hat zunächst das, was ich auch gemacht habe, nämlich erstmal in die Pathologie gegangen. Ja. Dann kam der Erste Weltkrieg. Dann war er Soldat im Weltkrieg und dann später auch, ich glaube, im Sanitätsdienst. Ja, er war auch in der Schlacht von Verdun und in Arras dabei. Ja. Und Sie wissen nicht, ob er verwundet worden ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er unter, die haben natürlich schlechtes Wasser getrunken und so weiter, dass er sehr unter gastroenterologischen Beschwerden damals auch schon gelitten hat, später dann natürlich nicht mehr, aber dass das vielleicht einer der Gründe war, warum er dann von der Pädiatrie dann zur Gastroenterologie kam. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich habe ihn auch nie gefragt. Als er aus dem Krieg zurückkam, ja, dann hat er ja hier in der zweiten Medizin seine Assistentarztstelle gehabt, ab 1919, bei Otto Neubauer, der übrigens auch als Jude vertrieben worden ist. Ach ja. Ja. Und er fing dann schon quasi Anfang der 20er Jahre an, sich mit Endoskopen auseinanderzusetzen. Ja. Aber was waren das für Endoskope? Das waren Schwerter, die starr. Die waren starr, hatten eine feine Gummispitze. Ja. Und er hat dann schon 22 einen Artikel dazu geschrieben, aus der Erfahrung mit den starren Endoskopen, wo es zu den technischen Problemen dieser starren Endoskope Erstellung genommen hat. Und auf Basis dieser gefährlichen Instrumente 2023 sein erstes Lehrbuch entwickelt hat, mit fantastischen Aquarellen. Wissen Sie, ob er diese Aquarelle, ich weiß, dass diese Aquarelle nicht unbedingt von der Optik im Gastroskop entstanden sind, sondern von Sektionsmaterial, was er dann genutzt hat, um das zu illustrieren. Oder auch, was er wohl gesehen hat. Ja. Dass er das dann einem, jemand, der das eben gut interpretieren konnte. Durch seine Pathologiezeit hatte er sehr engen Kontakt mit Pathologen und ich weiß nicht, er war ja künstlerisch sehr begabt, aber überwiegend in der Musik. Ich weiß nicht, ob er selber seine Befunde aquarelliert hat. Glaube ich nicht. Das ist heute eines der teuersten Bücher auf dem antiquarischen Markt. Ich habe es leider erste, nicht. wir besitzen auch keins, wo er mit diesen großartigen Aquarellen diese Befunde tatsächlich also darstellt. Also gesehen hat, was im Magen alles los ist, nicht? Das ist klar. Ja. Und dann ist er hingegangen und hat mit Georg Wolf ein eigenes Endoskop entwickelt. Ja. Und das war, glaube ich, eine wirkliche pioniert hat. Ich weiß, dass Sie selber mal eines besessen haben aus seinem Nachlass, was inzwischen bei der von ihm gegründeten Fachgesellschaft ist. Ich habe mal eins aus unserem Fundus mitgebracht und das war damals ein revolutionäres Instrument mit einer, was Deutschland sehr gut kann, großartigen Optik, mit einem aufblasbaren Ballon und das Entscheidende war, Sie konnten flexibel. Um die Ecke. Ja. Es war flexibel. Lauter Linsen innen drin. Richtig. Ja, eine Serie von Linsen. Richtig. Es gab damals schon, einer seiner Schüler hatte schon Glasfaseroptiken entwickelt, die aber noch nicht technisch so ausgereift war, dass man, das konnte man erst in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, bei ihm noch mit einer Seitblickoptik und mit einer eingegossenen Birne, die man dann eben auch auswechseln konnte, indem man den Kit rausbrach, um sie dann reinzumachen. Aber es war ein stumpfes Instrument und es war ein flexibles Instrument. Und das hat dieser Instrumentenbauer Wolf natürlich großartig gemacht. Das erste flexible Gastroskop. Und das ist ein noch funktionstüchtiges Gerät. Das benutzen wir heute nicht mehr, um mal zu zeigen, wie sehr die Entwicklung weitergegangen ist.
Ich weiß, dass Sie selber nie endoskopiert haben. Nein, habe ich auch nicht, aber wie gesagt. Das also ist so ein Gerät der modernsten Generation, was Sie in alle Richtungen bewegen können. Und heute mit einem Chip, der übrigens sehr ähnlich ist den Fotokameras in Ihrem Handy, mit einem unglaublichen Auflösungsvermögen und einem so winzigen Durchmesser, was Sie in alle Richtungen bewegen können. Ja, das ist die Weiterentwicklung, aber ohne den Schritt, den Ihr Vater getan hat, wäre das nicht möglich gewesen. Ja, und in München hat er dafür auch sehr viel Anerkennung bekommen. Er hat es 22 und 23 die ersten Arbeiten dazu publiziert. Dieses neue Endoskop kam dann Anfang der 30er Jahre auf den Markt. Er wurde sogar im Staatsanzeiger im Bayerischen dafür gelobt, schon nach der Übernahme der Macht durch den NS, durch das NS-Regime. Aber dann war Schluss mit der Ehre. Er durfte nicht mal mehr. Er war ja Dirigent im Bayerischen Erzorchester, durfte nicht mal mehr das machen. Und dann, man weiß ja, was mit den jüdischen Ärzten im Dritten Reich passiert ist. Ja, und das traf ihn besonders hart. Er wurde dann wegen Urkundenfälschung von eigenen Dienstmädchen, glaube ich, denunziert und wurde dann verhaftet. Angeblich als Schutzhaft. Ja, das war der Euphemismus. Das war der Euphemismus, weil man gesagt hat, sonst erschlagen dich die Leute, wenn wir dich nicht ins Gefängnis tun, ja, so ungefähr. Und ich glaube, zweieinhalb Monate oder so war er da. Sieben Monate. Er war sieben Monate, wenn ich das richtig sehe, in Literatur dazu. Ich weiß es nicht genau. Aber ich weiß es auch nicht genau. Aber Sie haben ja seine Entlassurkunde aus der Schutzhaft der Bayerischen Politischen Polizei vom 12. März 1934. Da ist er entlassen worden. Da ist er entlassen worden. Ja. Und interessanterweise ist das Ganze auch noch von Reinhard Heydrich unterschrieben, der damals noch in München tätig war, bevor er seine große Karriere im NS-Regime gemacht hat, mit fatalen Folgen. Also ich weiß nicht genau, wie lange er da in der Schutzhaft war, aber es haben sich wohl sehr viele Leute, er war ja inzwischen international auch bekannt, wegen des Endoskops, und es haben sich wohl nicht nur seine Frau, die nicht meine Mutter war, Sie wissen, dass er verheiratet war, Kinder, und haben sich wahrscheinlich sicher wahnsinnig bemüht, um internationale Leute, da irgendwelche, dass sie was unternehmen, damit er rauskommt wieder. Und als er dann entlassen wurde, hat er so schnell wie möglich Deutschland verlassen, Gott sei Dank. Und ist per Schiff über Amsterdam in die USA gekommen, zuerst nach New York gekommen. Ja. Dann hatte er wohl Freunde, die ihn in Chicago untergebracht haben. Richtig, das war vor allem eine Marie Ochtmeier, eine Ärztin, die hatte bei ihm in München hospitiert und hat Endoskopie gelernt praktisch durch ihn und hat dann dort die Chefs von der Uni gesagt, oh, der kommt und ihr müsst was machen und so. Und es war am Anfang wahrscheinlich, also er wurde mit offenen Armen aufgenommen, aber es war wohl schwierig, ihn dann wirklich zu beschäftigen und so. Er hatte den Titel eines Visiting Professors. Es ist erst später herausgefunden worden, dass die Kollegen alle gespendet haben, um sein Gehalt zu bezahlen, was dann offiziell von der Universität Chicago ihm ausgezahlt wurde, ohne sein Wissen. Und nachdem das wusste ich nicht. Ja, also ich habe das auch nur durch Recherche herausgefunden. Und er war, nachdem das Deutsche Reich ihm und seiner Familie die Staatsangehörigkeit entzogen hat, vier Jahre staatenlos, bevor er dann amerikanischer Staatsbürger überhaupt werden konnte. Ja. Also die offenen Arme, mit denen er empfangen wurde, waren die offenen Arme von Freunden und Kollegen und nicht die offenen Arme der Vereinigten Staaten von Amerika. Ja, das wäre vielleicht auch, aber es ging ihm gut, er konnte arbeiten, er hat da ein Zentrum praktisch geschaffen für gastroenterologische Prozedere, also vor allem Endoskopie. Und die Gastroskopie, die er praktisch nach Amerika gebracht hat. Ja, Hat dann auch die erste gastroskopische Fachgesellschaft, die dann zur endoskopischen und heute ab 61 dann die American Society of Gastrointestinal Endoscopy geworden ist, die größte Fachgesellschaft weltweit für Gastroenterologen, die endoskopieren, die dann auch sehr schnell
nach ihrer Gründung einen Preis nach ihm benannt haben. Er ging dann von Chicago nach Los Angeles. Ja. Und das war auch die Zeit, wo Sie ihm einmal begegnet sind. Ja, also man muss sich das so vorstellen. Meine Mutter war ja nicht mit ihm verheiratet. Er hatte seine Familie, das war alles sehr geheim. Und als ich dann in Hollywood landete mit der Filmerei, wusste ich, er hat eine Praxis in Los Angeles und hat mich da mal angesagt und stand dann halt dann mal vor der Tür und wir haben uns zum ersten Mal bewusst gesehen. Und ich kann Ihnen nicht sagen, wie das war. Sicher ja, emotional schon, aber es war ein fremder Mann, ein interessant aussehender, offensichtlich sensibler, interessanter Wissenschaftler, ja, und Arzt. Aber nach einer halben, dreiviertel Stunde haben wir uns dann verabschiedet. Und dann habe ich ihn erst wieder gesehen, als er sehr viel später meine Mutter dann doch noch geheiratet hat, nachdem seine erste Frau verstorben war. Und er dann ein Jahr mit ihr noch in Los Angeles war, in Long Beach. Und dann sind sie zusammen wieder zurückgekommen nach München in dieses Haus, wo ich aufgewachsen bin. Das ist ja auch eine tollkühne Geschichte. Als er in Loma Linda University aufhören musste, eine Universität der Siebten-Tags-Adventisten, weil er 70 war, lernte er Portugiesisch und ging für 2 Jahre nach Brasilien, ja, mit seiner damaligen Frau Gabriele. Ja. Er muss auch ein tollkühner Mann gewesen sein, der viele, viele Stationen unruhig durchlebt hat, ja, bevor er dann wieder zurückkam in die USA. Er hat, sehr, sehr viele Interessen gehabt. Natürlich Endoskopie und Medizin ganz oben natürlich. Ich glaube, dass er ein sehr disziplinierter Mensch war, was ich ja nicht so bin. Und er hat Musik geliebt, über alles. Hat ja auch noch in Los Angeles dann teilweise auch Chöre oder Orchester geleitet. Ja, Sie haben mir ein Programm mitgebracht. Das ist aus der Zeit, wo Ihre Mutter schon in Los Angeles war, von 1964, wo er im Long Beach City College als Gastdirigent auftritt in der Zauberflöte, für die Zauberflöte. Ja. Offenbar hat er, nachdem ihm das Musizieren in Deutschland verboten war, wegen seiner jüdischen Abstammung, dort wieder eine musikalische Tätigkeit gefunden. Offensichtlich, ja. Und Mozart war sowieso sein Gott. Aber er war auch literarisch unglaublich beschlagen, unglaublich interessiert und hat auch andere naturwissenschaftliche Sachen. Irgendwann hat er uns mal erzählt, er würde jetzt ein Gezeitenkraftwerk, also da war er schon in München, ein Gezeitenkraftwerk mal aufzeichnen, wie sowas funktionieren kann und so. Also ja, ein interessanter Mann, ohne Zweifel. Das ist ja eine unglaubliche Liebesgeschichte zwischen Ihrer Mutter und ihm. Er war verheiratet, er lebte in gut situierten ärztlichen Verhältnissen in der Weimarer Republik, hier in München mit seiner Frau Gabriele, mit 2 Kindern. Und trotzdem hatte er mit ihrer Mutter, nicht nur sie, sondern auch ihrem Bruder Rudolf, 2 Kinder. Ich habe mir das immer so vorgestellt wie bei Charles Lindbergh, der 2 Familien in 2 Welten hatte, eine in Deutschland, eine in den USA. Das war aber nicht so. Nein, er hatte eine Familie. Und das war die mit seiner Frau Gabriele und den Kindern. Und das war, glaube ich, auch damals, wäre das schlecht gewesen mit 2 Familien. Das hat man, glaube ich, gar nicht, hätte man gar nicht so gut gesehen. In Deutschland wäre es zumindest auch in der Weimarer Republik mit strafbewehrt gewesen, das zu machen. Aber trotzdem. Meine Mutter hat dann, nachdem er in Amerika war, hat sie einen sehr netten Mann geheiratet, einen Rudolf Koch, von dem ich auch den Namen hatte. Sie den Namen tragen. Wir waren also da als Kinder dann auch. Und weil sie eben von diesem anderen Mann, von diesem Rudolf Schindler nicht loskam, ist diese Ehe nicht glücklich gewesen und ist sehr schnell kaputt gegangen. Und Herr Koch wanderte dann aus, der war kein Jude, wanderte aus nach Südafrika, hat da bis zu seinem Tod gelebt. Und sie war alleinerziehend dann und hat uns Kinder durch den Krieg gebracht, ohne, ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat, ohne dass wir
wirkliches Kriegstrauma erlebt haben, weil sie immer zuversichtlich war, immer gesagt hat, ja, wir müssen jetzt nachts wieder aufstehen und über die Straße zum Nachbarn, der hat einen Bunker, also einen bombensicheren Keller. Aber irgendwie hat sie es geschafft, dass wir zuversichtlich blieben und dass wir, ja, wir wussten, eines Tages wird alles gut sein. Und also, zu dieser Zeit haben Sie ihn aber als Kind nie erlebt, Rudolf nein, Schindler? Nein. Okay. Ich weiß auch nicht, ob er mich mal gesehen hat, ich denke schon. Aber das weiß ich nicht mehr, da war ich so. Aber irgendwie hat Ihre Mutter unmittelbar vom Tod seiner Ehefrau erfahren, ist schlagartig in die USA gereist. Nein, 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 das war anders. Sie hat es nicht erfahren. Er hat sie angerufen und hat gesagt, meine Frau Gabriele, du weißt, ich habe mit dir eine lange, glückliche, intensive Ehe geführt, ist an Herzversagen gestorben vor 3 Wochen oder was. Kannst du kommen? So rum war das. Und sie hat alles liegen und stehen gelassen, gerade noch die Katze versorgt und ist rübergeflogen. Und sie haben ein paar Tage später geheiratet. In USA geheiratet und dann doch wieder nach Deutschland zurückgekommen. Ja, also ein Jahr dort gewesen, Long Beach. Und ich habe mich wahnsinnig für meine Mutter gefreut, weil das war die große Erfüllung ihres Lebens. Und diese 3 Jahre, die sie dann noch zusammen gehabt haben, 4 Jahre insgesamt, hier in Deutschland gehabt haben, waren, glaube ich, für beide noch sehr schön. So dass das ein wirklicher Abschluss war nach einem so langen Leben. Er wird am 1. Mai die posthume Ehrenmitgliedschaft der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin in Wiesbaden erhalten. Das ist toll. Und es ist für uns eine ganz große Ehre, dass Sie an seiner Stadt als Internistin auf diesem Kongress über ihn sprechen werden und den Preis an seiner Stadt entgegennehmen werden. Und das ist für mich eine unglaubliche Ehre und ich freue mich wahnsinnig drüber. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie uns die Zeit geben. Ich danke Ihnen auch, Herr Professor Lerch.